du das ins Rohr und super, du kannst schon voll loslegen. Staffelstart bei Oberösterreich kocht. Die wievielte es ist, das wissen selbst wir von LT1 nicht mehr so genau. Bezaubernde Genie. Aber wir wissen, dass sie jetzt eine andere ist. Moderatorin Silvia Schneider steht nämlich erstmals als ausgebildete Köchin vor der Kamera. Aufbringen, dass ich wie ein normaler Lehrling um 7:30 Uhr. Es war die extra Meile, sicher zu gehen. Und das ist aber gut, weil dann ist es fair und dann kann keiner was sagen. Es ist alles so gewesen, wie es für jeden anderen auch gegolten hätte. Und das macht mich stolz, dass ich es geschafft habe. Es war nicht leicht. Soll ich die fein schneiden? Das wäre spitze. Ich sage über die Silvia aus, dass sie ausschaut wie ein ganz feines Pupperl, aber sie hat so einen mega Ehrgeiz und verliert aber dabei nie die Kontenance und bleibt eigentlich immer so ein warmer Mensch, dass man echt denkt, wow, Hut ab. Haubenkoch Christian Göttfried ist fix dabei. Mit dem Oberkappler Dominik Süß haben wir 4 Folgen abgedreht. Der lebt und arbeitet jetzt für einige Zeit im kanadischen Vancouver. Und mit dabei ist auch Wifi-Koch Reinhard Andorfer Treint. Hab's ausgelöst vom Knochen weg. Wichtig ist es auch, dass man gemeinsam mit der Silvia Schneider den Beruf in der Gastronomie, den Beruf der Koch, der Köchin, einfach auch so interessanter macht für die Jugendlichen. Dass im Schauraum von Eilmannsberger Küche gekocht wird, das interessiert viele. Jeder will die Küche sehen, wo die Silvia kocht. Und das ist auch der Grund, warum wir mittlerweile zum 3. Mal die Sendung bei uns dran. Weil es einfach auch für uns ein super Geschäft ist und es ist eine Win-Win-Situation. Zusammenarbeit mit LTO, es macht Spaß. Und manche wollen die Küche von Oberösterreich kocht nicht nur sehen, sondern daheim haben. Drum gibt es bald eine neue für uns. Langjährig hingegen sind die Partner. Passen tut es mit Sicherheit allein aufgrund der Regionalität, die sich in der Sendung und sehr wohl natürlich bei Maximarktzeiten gibt. Und das sind inzwischen fast 55 Jahre. Einfach etabliert und das widerspiegelt die Sendung einfach perfekt wieder. So, dann, wenn du soweit bist mit der Dotter, bin ich soweit mit der Butter. Ich bin ein rechter Fan von der Silvia und ich glaube, sie gibt dem Ganzen auch diese Bodenständigkeit, diese Natürlichkeit, dass man einfach coole Sachen machen kann, aber dass einfach auch jeder machen kann. Karotten, gelbe Rüben. Rapsöl oder Olivenöl. Der Konsument sehen sie wieder nach dem Ursprünglichen, nach dem Authentischen, nach dem Regionalen und wir können da in Oberösterreich Gott sei Dank totale Vielfalt anbieten an traditionellen, bodenständigen, aber auch an innovativen Produkten. Zutaten aus der Region, oberösterreichische Rezepte mit dem gewissen Twist und Getränkebegleitung. Die kommt bei dem Quotenformat von LT1 auch in dieser Staffel aus der Bierregion Innviertel. Extrem vollmundig, ja. Ein richtig schönes Märzen. Ob jetzt beim Fisch, sagen Sie mal, wenn dabei ist, dass da mal Pilz dazu kredenzt wird oder bei den Steaktagen, wo sonst immer ein Glas Rotwein dazu präferiert worden ist, dass einfach vielleicht ein IPA oder ein anderes Produkt aus unserer Brauerei wirklich auch dazu passt zum Essen. Zu seinem Gericht gibt es das Aber, das Bier der 10 Brauer aus der Bierregion Innviertel. Florian Schlögelmann vom Wirt Zkraxenberg kocht am Samstag erstmals mit Silvia Schneider. Jetzt probieren wir danke. Das. Genau. Kannst du an sie? Du fängst an. Ja. Ich schaue mir die Sendung sehr gerne an und bin auch ein großer Fan davon und finde es super, wie es das macht und die Gastronomie vertritt. Und naja, aufs Kochen selber natürlich und auf das Ganze, wie das abläuft, wie die Aufnahmen funktionieren. Einfach, dass man mal sieht, wie so eine Sendung aufgebaut wird. Kommenden Samstag um 18 Uhr startet Oberösterreich kocht mit der neuen Staffel. Los geht's mit Florian Schlögelmann vom Wirt Zkraxenberg. Es gibt Bradel in der Reihe, wie sie es wahrscheinlich noch nie gegessen haben. Schön goldbraun, knusprig, perfekt eigentlich.